Am 15. Oktober kamen rund 220 Mitglieder und Gäste der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock e.V. zum Empfang im Rostocker Rathaus zusammen. Seit der Neugründung 1994 hat die Jahresköste als wohltätiger Verein über 900.000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke eingesammelt. Also wir haben dieses Jahr im Vorstand beschlossen, die Spendenmittel unter das Motto Kunst- und Kulturförderung zu stellen. Und wir werden als einen Hauptspendenzweck den Kunstverein zu Rostock unterstützen, der seine Galerieräumlichkeiten erweitern will in Rostock. Und zum anderen den Neubau des Neptunbrunnens in Warnemünde mitfinanzieren. Ehrengast und Festredner an diesem Abend war der Hamburger Reeder Nikolaus Walter Schüß. Gemeinsam mit dem Hamburger Kaufmann Horst Rahe hatte er 1993 die deutsche Seereederei von der Treuhandgesellschaft erworben. Mit diesem Kauf initiierten sie den Aufbau neuer, erfolgreicher Unternehmen in Rostock. Als wir nach Rostock kamen, um die Seereederei zu übernehmen, haben wir uns gleich gesagt, wir müssen für Rostock was tun. Eine Hansestadt besucht die andere Hansestadt. Wir müssen also was Traditionelles wieder auf die Beine stellen, was durch die Nazis und nachher durch die DDR-Regierung verboten war. Haben uns zusammengetan mit Rostocker Bürgern, Herrn Hamann insbesondere, haben herausgefunden, dass die Jahresköste vor dem Krieg, also und auch vor 1933, lebendig war. Die haben wir wieder gegründet und Sie sehen heute das Ergebnis. Es blüht und es ist also wunderbar entwickelt. Über 57.000 Euro kamen an diesem Abend beim Köstemahl im Vienna Hotel Sonne als Spenden zusammen. 25.000 Euro erhält der Kunstverein zu Rostock. Weitere 15.000 Euro werden für den Bau des Neptunbrunnens in Warnemünde gespendet.